Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu Heroes in General. Mit dabei ist der Rockstar, der Fachmann für Heroes in General. Hey, hallo Leute. Und ja, Rockstar möchte mir ein bisschen was erklären, weil die Tage kam ja ein neues Update über dieses Spiel. Und was hat sich da im Grunde genommen geändert? Weil ich bin jetzt auf meinen Soldaten. Ja, wie gesagt, vor 3 Tagen kam ein neues Update. Wie man sieht, im Menü ist schon einiges zu sehen. Zum Beispiel beim G43, zum Beispiel bei den deutschen Soldaten, kann man jetzt einzelne Magazine mitnehmen. Das heißt, wenn man auf der Waffe sieht man ein Plus und ein Minus, geht man zum Beispiel auf das Minus, kann man ein Magazin weniger mitnehmen. Da kriegt man zum Beispiel einen Punkt vom Gewicht abgezogen. Das heißt, man kann schneller rennen, hat mehr Ausdauer. Was hat sich noch getan? Bei den Granaten kann man jetzt automatisch nachfüllen machen, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das Neueste, das Größte, was sich geändert hat, ist auf der Hauptseite, man kann jetzt Einheiten erstellen, man kann zusammen mit Freunden ins Spiel gehen. Finde ich eine geile Sache. Vorher bei einigen Events hat es ein bisschen gehapert, mussten uns immer zusammen Spiele raussuchen. Aber jetzt geht das alles ein bisschen schneller. Der einzigste Minuspunkt ist, man muss in einer Einheit sein, also man kann nicht Scharfschütze sein und andere jetzt Panzerfahrer. Man muss schon zum Beispiel 2 Leute, 3 Leute, 4 Leute, 5 Leute müssen Gewehrschütze sein. Genau, gut. Ich bin jetzt erstmal hier oben. Wir probieren das erstmal aus. Also ich habe jetzt Infanterie ausgesucht und sage Einheit erstellen. Maximus, die erste Einheit. Und dann suche ich meinen Charakter aus, wen ich nehme. Ich habe ja bei Infanterie 2 Charaktere. Einmal ganz normal mein, ja, Panzerabwehraffen und mein ganz normalen Maximus. So, dann kann ich Freunde einladen und ich sehe, ja, der Rockstar, hier nennt er sich ein bisschen anders, möchte ich dazu fügen und er muss es dann quasi auf seiner Seite bestätigen. Ja, man sieht, er hat es bestätigt. Gut, das soll es erstmal sein und dann könnte ich quasi hier schnell in den Kampf reingehen, dann wird dann separat wahrscheinlich irgendwo ein Kampf, der offen ist, gesucht. Gut, dann lösche ich. Genau, dass wir halt gleichzeitig beide reingehen können. Genau. So, dann gehen wir nochmal auf Soldat und viele fragen mich natürlich, wie kann ich denn in einen Kampf gehen? Also hier ganz einfach hier auf in den Kampf, das ist sowas wie, ja, Schnellstart oder sowas in der Art. Ja, wie so ein Scharmützel, kann man sagen. Ja, da wird separat irgendwo gesucht und dann kann man reingehen. Es geht aber noch woanders auf Feldzug und darauf kommen wir gleich noch. Dann gehen wir nochmal auf Sturmtrupps. Da hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Man sieht hier meine ganzen Divisionen. Ich habe 4 Stück, die man mit diesen Punkten hier, mit diesen, ja, Kriegsmitteln erlangt. Die kriegt man, wenn man separat in, ja, als Infanterist oder sonstige Einheit ein bisschen kämpft, dann kriegt man Kriegsmittel. Oder wenn man irgendwann mal die Punkte hat und sich denn, man sieht hier, man kann hier einen leeren Platz, das kostet 580.000 Kriegsmittel. Ich habe 210, also es wird dann immer mehr. Und dann kann man quasi einen freien Slot holen und dann sucht man sich die Einheit aus. Die kostet natürlich dann auch Kriegsmittel. Wer keinen Bock hat, kann natürlich auch Geld bezahlen. Dann sieht man hier zum Beispiel den Erfahrungsbalken. Das hat dann die Auswirkung, dass man seine Infanteristen oder Panzereinheiten hochleveln kann. Gehen wir erstmal hier auf meine 2. Panzerdivision. Hier sieht man, dass ich 6 geschlagene, ja, Kämpfe gemacht habe, da kriege ich quasi 5 Erfahrungspunkte und gewonnen habe ich hier nichts, da würde ich dann 25, gehen wir mal auf den hier, hier sieht man, ich habe hier 5 mal 25 macht 125, das sind 20% und ja, ich denke mal, hier brauche ich 1000 Punkte, um weiterzukommen. Das würde dann aussehen, wenn wir hier gehen auf diese, ja, Maske, ja, dann kriegt man hier zum Beispiel Infanterie. Wenn man hochlevelt, dann muss man halt auch nochmal Kriegsmittel, motorisierte Infanterie und sonstige Sachen. Ne? Dann kommen wir auf Feldzug und auf der Feldzugkarte hat sich ja auch ein wenig was geändert. Ne? Sieht man ja auf den ersten Blick. Genau. Und man sieht hier, wo die Schlacht ja, stattfindet, leuchtet es jetzt, dass man das viel, viel besser, ja, unterscheiden kann. Du hast schon gesagt, auf Firefox läuft es irgendwie stabiler. Ja, ich glaube einfach, dass Heroes in Generals einfach von Firefox besser unterstützt wird. Ich habe es auch mal auf Google Chrome laufen lassen. Ja, seit dem neuen Update tut es da komplett lecken. Also man kann kaum spielen. Selbst das Aussteigen aus einem Match ist extrem schwierig, weil es einfach total leckt. Ja, Firefox unterstützt am besten. Es läuft flüssig und ja, es wird sich noch viel in dem Spiel tun. Das ist auf jeden Fall sicher.
Gut, ich habe das jetzt über Chrome laufen lassen. Macht sich besser für die Aufnahme. Gut, dann sieht man hier auf der linken, auf der rechten Seite, ja, alte Frauenkrankheit, dass ich hier gerade so eine Liste habe, wo ja offene Spiele sind und wo dann steht, bereit kann ich dazu stoßen. Aber man muss immer darauf achten, es darf nicht so ein großer Unterschied sein. Ich glaube, ein Unterschied von zwei, Genau. also hier zum Beispiel ist 2 von 2, also könnten wir beide dazu stoßen. Es dauert natürlich ziemlich lange. Jetzt ist zum Beispiel 6 von 4. Das Match läuft jetzt langsam, weil jetzt immer noch andere Leute angemeldet haben, bis die Zahlen dann aktualisiert sind. Das dauert dann noch ein bisschen, ja. Gut, und so geht man dann quasi in das Gefecht. Also wenn ich jetzt sehe, das ist ein offenes Gefecht und hier sind 0 Leute, kann es durchaus sein, dass ich da ein paar Minuten warten muss, bis sich andere Spieler dafür entscheiden, da reinzugehen. Gut, wir gehen jetzt nochmal auf Soldat. Ich mache hier Einheiten erstellen. Wir gehen auf Infanterie. Ich erstelle und ich nehme meinen ganz normalen Maximus und lade dich ein. Warte. Jawohl, ich sehe die Einladung. Genau. Und Zack. wir gehen jetzt in den Kampf. Mal sehen, wie schnell oder wie lange es dauert. Hier sieht man noch so eine Zeit, die abläuft. Ja, geschätzte Wartezeit. Das ist aber auch neu, oder? Ja. Gut. Ich würde jetzt erstmal einen Cut machen und ja, wenn wir im Spiel sind, schalte ich wieder rein. So, da sind wir wieder frisch, fromm, fröhlich, frei auf dem Fahrrad und das hat ungefähr 15 Sekunden gedauert. Ja, ging ratzfatz. Ja, das ist wirklich gut. Und was kann man da noch dazu sagen jetzt? Ja, ist halt viel leichter geworden, kleine Clan-Trainings, kleine Clan-Matches zu machen, wenn es überhaupt schon Clans gibt. Da habe ich mich noch gar nicht mit drüber schlau gemacht. Auf jeden Fall kann man mit bis zu 6 Leuten gleichzeitig ins Spiel reingehen. Ich weiß nicht, ob es dann länger dauert, wenn man mit so vielen Leuten gleichzeitig ins Spiel reingeht, aber ich denke mal, Netz und Spiel ist ja relativ schnell gefunden und wenn 6 Leute gleichzeitig ins Spiel reingehen, dürfte es damit auch keine Schwierigkeiten geben. Und jetzt sieht man ja unten links so eine Anzeige. Was könntest du dazu sagen? Ja, genau, man sieht halt den Rang, den wir im Moment haben. Zum Beispiel bei mir ist der Obergefreite. Ich werde zum Beispiel jetzt auch gerade angeschossen. Ich Da auch. ist Slalom Baby. Oh. Die Gesundheitsleiste wird angezeigt in kleinen Strichen. Und die zum Beispiel jetzt nicht mehr, wie man sehen kann, die Gesundheitsleiste des Fahrrades. Ja, man sieht auch zum Beispiel, wer mit mir in der Freundesliste ist. Das ist der Maximus gerade gewesen. Den hat man auf dem Fahrrad auch mitfahren sehen. Das ist jetzt auch neu, ne? Dass man die Leute jetzt in der Ja. Freundesliste sieht. Und schade, dass man noch nicht die Namen gerade von den Freunden so sieht. Man muss immer so drauf zielen. Und ist da irgendwas? Ja, ich habe einen getroffen. Die laufen alle ins Haus rein. Oh, tot bin ich, tot bin ich. Gut, dann versuche ich mal wieder zu dir zu kommen. Ja. Wir werden jetzt nicht das ganze Ah, Match auch aufnehmen. tot. Oh. Also ich bin jetzt bei E3, glaube ich, rausgegangen. Da wo die ganzen Panzer jetzt sind. Ah, okay. Gut, dann werde ich da auch mal. Ah, nee, ich kann nur Bauernhaus oder Nee, Zugangspunkt. Dingsbums ist es hier. A2 jetzt. Ah, ganz oben, oder was? Glaube. Man hat da oben aber auch noch so eine Anzeige oben links. Was bedeutet denn das also? Ich habe da so ein Manny-Kicken irgendwie. Den habe ich bei mir nicht, also den sehe ich gerade im Moment nicht. Ah, es kann vielleicht sein, dass ich eventuell. Wahrscheinlich, weil du wahrscheinlich der Host bist. Ah, wenn ich rausgehe, müsst ihr quasi hinterherkommen oder so. Das weiß ich nicht. Haben wir noch nicht ausprobiert. So, ich sehe dich, dass du da hinten bist. Ah, ich komme ein bisschen angejuckelt. Macht natürlich jetzt wirklich einiges her, ne? Diese kleinen Veränderungen. Man sieht hier Ja. unten meinen Rennbalken, wie den haben sie jetzt ein bisschen optisch, ja, verbessert. Und ich sehe hier irgendwie hier unten unter meiner Munition modifiziert. Was bedeutet das? Das Ach! ist, das ist, du siehst halt, was du alles verändert hast. Ach, ja, dass ich meine Waffe ein bisschen geändert habe, ja, Genau. schöne Sache. Gesundheit habe ich volle Pulle, das ist natürlich auch ja, interessant. Nimmt natürlich wieder einen Faktor des Realismus weg, dass man sieht, wie, ja, wie gesund man ist.
Aber im Endeffekt merkt man ja auch, wenn man angefrackt ist oder nicht. Aber hier wird es halt noch ein bisschen widerlegt. Au! Au, 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 au. Oh, ich war jetzt ganz schön angefrackt, ey. Ja, ich auch. Und wenn man jetzt ein paar Gesundheitsbalken verloren hat, kann man sich nicht komplett wieder regenerieren, sondern nur zum gewissen Punkt. Genau, dass man gerade so überleben kann. Ah, das ist zu weit für die Waffe. Ist natürlich jetzt schwierig, über die Brücke rüber zu kommen. Ja, weil sie alles halten. Ihre. Ach so, ja, jetzt weiß ich, was das bedeutet. Ihre Einheit wartet auf Befehle. Dann mache ich das. Und gib mal einfach hier einen Befehl. Wir sollen das angreifen. Oh, habe ich den wieder weggemacht? Gut, habe ich jetzt gemacht. Fernglas weg. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal einen kleinen Cut und gucken dann zum Schluss noch mal rein, wie wir hier agiert haben. So, da sind wir wieder und zwar auf einer ganz anderen Karte, weil wir haben es versäumt, wieder anzuschalten. Und ja, jetzt gucken wir erstmal. Jo, zwei Stück habe ich schon. Ja, naja, da sitzt ja auch ein Panzer drin. Und als Teamleader wird man, ja, wo bist du eigentlich? Da hinten ist er. Grün Ich bin an ist der Brücke. an der Brücke. Ach, hier, bist du. Ja, auf dem Fahrrad jetzt, ja. Nee, im Panzer. Stück 3. Ja, irgendwo, ja, das ist immer noch ein bisschen unübersichtlich gemacht. Und ja, als Teamleader, man sieht das ja hier oben, ja, links, das ist der Teamleader und auf der Karte wird man dann auch so angezeigt mit so einem, ja, Stern. Und ich denke mal, wenn ich gleich sterbe, dann. Ach nee, das sieht man nicht. Bei der anderen Karte wurde man aufgeteilt. Also Sturmangriff 1 und 2 kann man fast sagen. Wo ist der andere hier? Wo ist er? Ja, eigentlich wollten wir uns nur beim letzten Mal so verabschieden, aber das haben wir echt versäumt, ey. Ah, so, dann wandern wir mal zu C. Genau, da bin ich jetzt auch am Weg. Fahre gerade über die Brücke zu C3, aber komme dann zu C2. Kann es sein, dass die Deutschen jetzt wieder ein bisschen an Oberwasser gewinnen jetzt, nach den ganzen Niederlagen von den Amerikanern? So, die Amis stehen gerade wieder kurz vor Berlin. Sieht man auch auf der Karte Feldzug. Also ich denke mal, den Krieg werden wir noch verlieren. Oh, ja. Aber ich denke mal, das legt sich dann wieder. Das hat ja gar nichts mit dem richtigen Zweiten Weltkrieg zu tun. Seit wann haben die Amerikaner vor Berlin gestanden? Ah, so ist das nun mal. Da fehlt noch der Russe. Die Türken standen damals auch vor Wien und kamen nicht weiter. Ah, die Türken. Was ist hier los? Ich kann nicht spawnen. Warum kann ich nicht spawnen? Weil da schon wieder gekämpft wird. Und ja, das ist mir denn. Ich gucke mal, ob ich hier. Du bist Panzereinheit, ja? Ja. Panzermitglied. Nee, ist ja nur Besatzung. Das wollen wir auch nicht. Panzergrenadier, das sind nur irgendwelche Läufer, das wollen wir auch nicht. Warum kann ich immer. Ach, hier oben ist noch eine Panzereinheit. Ach, wir nehmen das jetzt einfach mal. Ja, wir nehmen das. Und. Ah, ja, jetzt kann ich hier einen Panzer aussuchen. Gucken wir mal, wo ich bin, wo ich hier spawne. Man sieht das hier überall. Und da hinten. Noch ganz kurz mit dem Panzer gefahren. Und raus. Raus aus der Luke. Bis ich tot bin und dann soll es auch gewesen sein. Aber jetzt großartig neue Karten haben sie jetzt ja nicht dazugefügt. Nee, die einzigste neue Karte, die vor etwas längerer Zeit dazu kam, war Airfield. Aber sonst, die haben halt hauptsächlich erstmal das Spiel geändert, also ein paar Sachen gefixt und ein paar Updates gemacht. Aber sonst an Karten, denke ich mal, wird erst später was nachkommen. Ja, die müssen erstmal die Balance richtig hinkriegen, dass die Spieler auch so zufrieden sind, dass sie miteinander spielen können. Ja. Und vorher werden sie jetzt nicht großartig neue Karten rausbringen, weil es ja auch immer jede neue Karte kann das Spiel
Ja, rein in die Lücke sehr dramatisch ändern. Wo seid ihr, ganzen Hurensöhne? Ich habe doch hier irgendwas schießen gehört. Dann gucke ich mal über F5, ob die Feinde überhaupt Panzer haben. Ja, die müssten Panzer haben. Ich guck mal schnell raus, ob hier irgendwas ist. Ist natürlich gefährlich. Ah, unsere Deutschen überfahren die Amerikaner einfach. Versuche mal so ein bisschen über Flanken anzugreifen und mal gegen, ja, Stein. Ich wollte mal gucken, ob hier die Frostbite Engine hier noch alles kann. Und ich bin an den Stein gefahren und mein Panzer sieht man unten ein wenig kaputt gegangen, aber so wie ich mich kenne, ist der gleich sowieso richtig kaputt. Oh, hier wird ja richtig reingeholzt, Junge. Ah, ich denke mal, das Match ist schnell gewonnen. Schnell entschieden. Da ist ja nur noch der Punkt da oben, ne? Ja. Hier ist noch ein Panzer, Sturmgeschütz neben mir. Ach, da. Bei einem richtigen Panzer, da braucht man nur einen Knopf drücken, da hat man hier diesen dynamischen Vorhalt. Dann rechnet der, ja, Bordcomputer automatisch das ab. Dann muss man natürlich, wenn man jetzt drückt, genau auf den Panzer zielen. So ist es beim Ja. Leo 2. Und dann rechnet der mit seinen ganzen Rechnern, die er drin hat, automatisch raus. Also, so kenne ich das noch von früher. Das hat mich richtig genervt, gerade wenn ein Auto oder ein Panzer auf Querfahrt kommt. Aber theoretisch würde man mit dem Panzer sogar einen Hubschrauber abschießen können. Also Habe im. ich, also hier mit dem Panzer habe ich sogar schon zwei Flugzeuge von mir geholt. Ja, ich meine jetzt im richtigen Leben. Ich war ja mal damals Panzerfahrer und Richtschütze und dann konnte man immer schön in diesen hässlichen Simulator rein. Ah, okay. Und wenn er mal einen Tritt in den Rücken kriegt, Richtschütze, Nachrichten. Das waren noch alte Zeiten, ey. Ich stehe jetzt mitten hier auf dem Feld und gucke, was hier passiert. Irgendwie können die es nicht richtig einnehmen hier. Will auch nicht rausgucken. Man hat natürlich jetzt begrenzte Sicht. Das ist ja nicht so wie in. Ich werde angegriffen, ich werde angegriffen. Ah, zwei Stück. Sind bei mir jetzt im Panzer drin. Echt? Haben ihn erobert, ja. Wo warst du gewesen? Bei, ja, vor der letzten Karte nur. Bei C? Ich war bei C2 und links von euch oben ist ein Panzer. Ja, genau, ich sehe den und der wird mich gleich kaputt machen. Und wenn der mich kaputt macht, dann denke ich mal, ist das Spiel auch vorbei. Ich schieße jetzt alles, was ich habe, auf diesen Panzer. Und wenn der einen Schuss macht, bin ich tot. So, das sollte aber erstmal gewesen sein, weil Maximus muss essen gehen. Er hat einen Knast. Und das soll jetzt erstmal gewesen sein. Wenn ihr mehr davon sehen wollt oder vielleicht auch mal wieder ein Event, dann sagt einfach mal Bescheid. Und ja, das letzte Wort lasse ich natürlich den Rockstar. Dafür will ich mich nochmal bedanken, dass er Zeit hatte. Der Kein Fachmann Problem. für Heroes in General. Und Maximus sagt Tschüss. Letzte Wort für Rockstar. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß. Und ja, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Heroes in General. dann schreibt einfach Kommentare.